Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir sind hier in unserer Kolonie. Und ja, wir bereiten einiges mittlerweile vor, was wir brauchen könnten. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir beim letzten Mal eigentlich angefangen, den hier zu bauen zum Beispiel. Dafür brauchen wir noch Metall und noch ein bisschen von unseren Maschinenteilen, damit wir an das wertvolle Wasser hier oben kommen können. Außerdem können wir dann hier weiter oben Eisen abbauen. Stromakku, der geht nicht. Dazu kann noch ein Polymer rein, theoretisch. Das Ding baut mir hier aus Metall Maschinenteile. Aber die hier hinten, okay. Ich produziere die. Auch nicht schlecht. So, dann. Ja, die kann rein theoretisch abnehmen, aber wir haben kein Geld mehr. Das ist. Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Ein Zeitraum der gesamten menschlichen Zivilisation an eine andere Welt zu besiedeln, ist wahr geworden. Ich bin begeistert und stolz, zu den Menschen zu gehören, die glücklich gemacht haben. Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf dem Mars überschwemmt. Und das Fernweh und der Enthusiasmus dieser Leute macht mich stolz. Ein Mensch zu sein, der den roten Planeten. Ein Mensch zu sein, hupsala. Der rote Planet ist nach wie vor unwirtlich und sogar gefährlich. Aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeiten bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Die ungünstigen Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an! Effekt, die Kolonie ist positiv bewertet. Es können zusätzliche Kolonisten von der Erde geholt werden. Ja, dafür brauche ich aber Kohle, Leute. Kohle! Warte, braucht der Metalle? Zwei nicht funktionierende. Oh, zwei Akkumulatoren funktionieren schon nicht. Warte mal, zwei von den Dingern baue ich auch. Aber ist es nicht die Station? Holy shit, ja, ich habe die Station. Ja, stimmt, da war was. So. Können wir die jetzt fertig bauen oder wie schaut's da aus? Was hast du auf dem Rücken? Hier vorne haben wir das passende Lager dafür. Da brauchen wir Teile. Ja, natürlich ist der Bestand niedrig. Das war da die ganze Zeit schon. Maschinenteile einladen. Und bringen wir die mal nach hier vorne. Gib mir mein blödes Fahrzeug wieder. Was ist mit meinem Polymer geworden? Also rein theoretisch müssten wir doch dafür Polymer produzieren können, oder? Wo ist das Polymer hin? Wer hat das Polymer geklaut? So, die freuen sich jetzt. Weil sie die Rohstoffe bekommen haben. Jetzt braucht ihr noch Metall. Holen wir das mal für die. Lagerressourcen niedrig. Ja, das ist jetzt leider so. Genauso wie die Metalle uns jetzt langsam ausgehen. Aber wir brauchen das. Automatisierter Modus. Exporte anbieten, verbieten. Auf eine Expedition schicken.
Team 4, Spezialisierung Botaniker. 12 Stunden Forschungsschritt, okay. Neue Technologie, Ressourcen. Expedition aussenden. Phoenix One. Schicken. Drohnen sind überlastet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie schaut das hier aus? Wir kommen nahe unserem Ziel und dann können wir endlich da oben das Metall auch abfarmen. Hier sind ja auch überall noch Metallvorräte. Ich habe auf jeden Fall vorhin welche mal gesehen. Ich muss bloß wiederfinden. Und warum haben wir hier oben Wasser? Das ist schon mal... Planetenanomalie analysiert. Wo denn? Russland. 231 Nahrung für 50 Polymer. Wie viel habe ich denn jetzt auf Lager aktuell? Nahrungsproduktion, Nahrungsverbrauch. Anregung. Wir schicken. Suchen wir nach. Was ist das denn? Meteoritenfänger, okay. Brasilien. Kontakt. Handel beginnen. Wir schicken 50 im Austausch. Das können wir machen. Die Dragon ist bereit. Schicken. Nahrung produzieren wir jetzt relativ viel. Und wir brauchen aktuell Metalle. Und somit ist das jetzt auch fertig. Perfekt. Tunnel benutzen. Bereit zur Landung. Du bist auch hier drüben gelandet. Da zum Beispiel haben wir schon direkt Metalle. Ja, das ist blöd. Scan du mal die Anomalie. Ich würde halt jetzt gerne hier oben den Drohnenhub machen. Aber das geht ja nicht, weil ich dafür einen Drohnenkommandanten in der Nähe brauche. Uff. Also war der Aufwand jetzt dezent übertrieben, oder was? Was wollt ihr mir damit sagen? Hier sind Metalle drin geladen. Aber muss schon lassen, das Spiel ist echt schön gemacht. Was braucht das? Oh, shit. Muss doch hier irgendwo das Ganze. Hä? Neue Technologie könnte erforscht werden. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer voller unentdeckter Wissen und Wunder. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antwort auf Geheimnisse liefern, die die Menschheit schon seit Generationen beschäftigt. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Effekt, die folgenden Technologie sind auf dem Forschungszweig erschienen, Drohnenschwarm und Mars Crowdfunding. Drohnen? Erhält Einblick. Oh, das wäre praktisch. Können wir das bitte jetzt als erstes erforschen? Das ist ja super, weil das bräuchten wir ganz, ganz dringend.
Ich habe Angst, dass der jetzt dann out of Strom ist am Ende. Aber mit den Geldmitteln könnten wir uns halt super ausstatten noch. Das wäre mega genial. Der sammelt brav. Damit stehen wir nicht immer wieder auch besser da mit Eisen. Die andere Rakete ist auch schon unterwegs. Die andere ist wieder Startkala. Ich habe halt 45 Geldmittel. Ich kann jetzt nicht hier sagen, hey, ich bräuchte bitte noch einen zurück. Ein Erkunder, ein Kommandeur. Der kostet halt 300 Millionen. Das habe ich nicht. Und allein das... Entschuldigung. Fünf davon kosten mich einfach schon 35 Millionen. Das geht nicht. Wir brauchen unbedingt diese Forschung jetzt. Dann musst du wieder nach hier unten und tust hier deine Sachen entladen. So. Ja, das Problem ist, dass die das auch nicht reparieren. Doch, sie haben schon eins repariert, wie scheint. Aber das andere noch nicht. Packe eine Drohne, Drohnenfertigpack aus. Okay. Maus-Crowdfunding wurde erfolgreich. Oh, yes! Mein Freund, du kommst hierhin zurück. Maus Crowdfunding wurde erledigt, bedeutet, ich kann jetzt mir eine Passagierrakete holen. Ich glaube, ich habe noch genug. Wie viel Platz habe ich denn aktuell noch in meiner Base? Sehe ich das irgendwo? Irgendwo muss ich doch sehen, wie viel Platz ich habe aktuell zum Beispiel. 24 Arbeitsplätze habe ich und ich habe Wohnraum 16 freie Wohnplätze aktuell. Ich kann noch eine Rakete für Passagiere schicken. Die kann ich ja so oder so auch schicken, das ist ja Blödsinn. Ich brauche gerade echt eine Frachtrakete, die mir einen blöden Kommandeur bringt. Drohnen kann ich mir natürlich noch holen, aber die sind ja relativ unnötig. Was ich gerne hätte, wären Maschinenteile. Das kostet zwar schon wieder Schweinegeld, was ich mir schicken lasse, aber ich brauche es halt einfach. Elektronikfabrik. Habe ich keine Maschinenteilefabrik gekauft? Doch, habe ich doch, oder? Oder eine Elektronikfabrik? Ich weiß es gerade nicht. Polymerfabrik habe ich. Ich bin mir. Ganz ehrlich, muss ich noch gucken. Was bist du? Stellt Maschinenteile aus Metallen her. Das sind Maschinenteile. Ah, okay. Das ist. Also, Elektronikteile sind ja seit. Ihr ja dann. Gut. Nur, dass ich es weiß. Frachtrakete? Jetzt kann ich nur anfangen. Ich brauche einen blöden Kommandeur für unterwegs. Ich brauche 10 von dir, 10 von dir und 10 von dir einfach mal. Und dann hätte ich gerne doch eine kleine Elektronikfabrik wenigstens. Damit kann ich schon mal was anfangen. Und wenn sich noch ausgeht, hole ich noch ein bisschen Nahrung dazu. Und dann starten wir die.
die landet jetzt hier. Du gehst nach oben. Ich hätte gerne noch eine Landeplattform. Also aktuell würde ich ihn nicht wirklich erweitern hier. Deswegen würde ich hier einfach mal eine neue Landeplattform hinsetzen. Die holen jetzt die Metalle raus, die wir noch geliefert bekommen haben. Und jetzt können wir auch gleich nochmal eine Passagierrakete holen. Wir tun alle ohne Spitze, passend ausgewählt, scheiße. Alle mal raus. Och, die ist da. Geologen brauche ich nicht. Ich bräuchte einen Mediziner jetzt zum Beispiel. Ich bräuchte Ingenieure. Botaniker sind immer praktisch. Vielleicht noch ein paar. So. Mediziner. Tourist. Ich tue noch einen Geologen rein. Und dann starten wir die ganze Maschine nochmal. Dann sollte das auch bald auf uns zukommen, perfekt. Dann können die den Startplatz hier auch bauen. Das Ding braucht nicht auch Wartung und dafür brauchen wir Maschinenteile. Die haben wir aber nicht. Und der kann nicht immer produzieren, weil wir nicht genug Mitarbeiter haben. Genauso wie unsere anderen Fabriken einfach nicht Vollzeit laufen können. Das ist halt so eine Sache. Was ist das jetzt? Das liefert uns jetzt Ressourcen. Die Ressourcenrakete kommt wieder hier hinten hin. Sektor scanned. Ah, schau her. Da ist wieder sowas. Was ist das jetzt? Was bist du jetzt? Da kann ich rein theoretisch doch dich hinschicken, oder? Zum Anomalie-Scannen. Jetzt haben wir hier unseren Kommandantos. Der fährt jetzt mal hier hoch. Und die hier unten kriegen jetzt den Auftrag, Stromkabel. Wenn ich mich nicht irre, konntest du doch hier Stromkabel auch alles durchführen, oder? Dafür brauchen die aber gleich Metalle. Na, tu mal ein paar ein. Sagen wir ihm, er soll hier abladen. Anomaly analyzed. Die kriegen dann von mir hier oben den Auftrag, den Drohnenhub zu bauen. Armageddon. Ein großer Meteorit ist auf Kollisionskurs mit einer rivalisierenden Kolonie. Der Meteorit wurde erst spät entdeckt, deshalb ist ihm die Kolonie von Blue Sun Corporation hilflos ausgeliefert. Wir können allerdings eine unserer Raketen auf den Meteoriten abfeuern, um ihn weit vom Kurs abzubringen, dass er die rivalisierende Kolonie verfehlt. Durch die Trümmer der Explosion wird allerdings ein tödlicher Meteoritensturm direkt auf unsere Kolonie ausgelöst. Auf dem Mars im Stich lassen. Startet die Rakete. Du verlierst eine Rakete und löst Meteoritensturm aus. Die Kolonie von Uko wird gerettet. Ganz ehrlich, Leute. Wir helfen. Armageddon wird verhindert.
Wenn ihr nicht Glück habt, bleibt es in dem Bereich. Die eingeschlagenen Meteoriten sind dann auch noch Metalle, das ist natürlich noch geiler. Schaut gut aus, dass er nicht zu mir kommt. Du kriegst jetzt hier ein Universallager hin. Meteoritensturm. Die Region steht vor einem meteoritischen Gott getroffen zu werden. Direkt von Meteoriten getroffene Gebäude müssen repariert werden, um wieder funktionieren zu können. Ihr kriegt hier ein Universallager rauf. Resources are low. Oh, oh, das war nah. Das sind halt Metalle, die jetzt hier ankommen, ne? Oh, shit. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.